Ich steige mal wieder ein, oder? Zum Beispiel sehe ich hunderte Male, Freddy steigt gleich wieder ein, die Frage, ob wir denn durchhalten werden. Ja. Wir werden durchhalten. Wir haben ja rechtzeitig, also schon vor Jahren, als SARS, Schweinegrippe, MERS, was haben wir alles schon, genau dieses Thema, es gab auch das zweite Thema, Terrorismus, was kurz mal so ein bisschen in den Köpfen schwingt, haben wir uns gesagt, wir wollen, dass das Wunderland immer überlebt, egal was passiert. Und dafür braucht man in unserer Welt, wie unser System nun mal ist, Geld. Und das heißt, wir haben unsere Gewinne nicht ausgeschüttet, wir haben einen Topf gebildet. Und dieser Topf, der ist relativ kräftig. Und wir haben immer schon die Mentalität gehabt, dass wir keine Schulden machen. Und das heißt, wir außer sind am Anfang, außer am Anfang. Das heißt, wir sind, das ist wirklich, wir haben nur das verbaut, was hier eingebaut ist. Und wir haben uns einen Notfalltopf, was wir eingenommen haben. Und wir haben einen Notfalltopf gebildet und der hält lange durch. Das hängt natürlich davon ab, was wir jetzt entscheiden, wie wir das jetzt weitermachen. Bauen wir hier komplett weiter oder wie auch immer. Das entscheidet so ein bisschen, wie lange dieser Topf hält. Ja, das ist so krass ist, wir haben diesen Topf ja eigentlich aus einem anderen Grund gebildet. Wir hatten ehrlich gesagt immer Respekt davor, dass irgendwo in Hamburg ein Terroranschlag passiert. Man sieht das Bataclan in Paris, wie viele Touristen ein halbes Jahr, ein Jahr lang ausgeblieben sind. Und deswegen war uns immer klar, wir müssen irgendwie darauf vorbereitet sein, dass man auch mal ein halbes Jahr geschlossen ist oder viel, viel weniger. Und das ist jetzt tatsächlich ein Riesengewinn für uns. Wir werden ganz sicher durchhalten. Die Frage ist nur, wie lang? Ja, wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Bauen wir weiter oder bauen wir nicht weiter? Wir können die Baugeschwindigkeiten jetzt sozusagen variieren. Was ist unser Gefühl? Wie geht es weiter? Aktuell sind wir fast beim Worst Case. Wir hatten ja schon mal gedacht, so Mensch, ein, zwei Monate ist geschlossen und dann kommen die Besucher zu den Sommerferien, was für uns die beste Zeit des Jahres ist, wieder. Und dann läuft alles wieder ganz normal. Jetzt ist das Worst Case Szenario gerade da, dass ganz viele davon ausgehen, dass Versammlungsstätten wie das Wunderland vielleicht noch Monate dauert, bis sie wieder geöffnet werden. Und wenn sie wieder geöffnet werden, wann gehen die Leute wieder mit einem guten Gefühl in solche Räumlichkeiten wie das Wunderland? Das ist nicht abzuschätzen. Und deswegen haben wir im Moment unsere Baugeschwindigkeit auf Null gesetzt. Wir haben aber nächstes Jahr wahnsinnige Investitionen vor uns. Und das ist das Problem. Wir bauen eine Brücke. Wir wollen da in Südamerika fertig bauen. Das soll eigentlich alles Ende nächsten Jahres fertig sein. Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres soll Monaco fertig sein. Mit der Brücke drüben kriegen wir 3000 weitere Quadratmeter. Diese 3000 Quadratmeter sollten nächstes Jahr komplett ausgebaut werden, so dass wir Ende nächsten Jahres Südamerika dort präsentieren. Ihr könnt euch also gar nicht vorstellen, wie viel Geld das ist. Und wir hatten schon überlegt, ein bisschen was von unserem Notfalltopf, der einigermaßen gut gefüllt, ja, wie gesagt, ist, dafür zu nehmen. Und das ist ein Problem. Jetzt geht der Notfalltopf komplett ans Ende, innerhalb von wahrscheinlich 5, 6 Monaten, je nachdem, ob wir da uns entscheiden, noch wieder anfangen zu bauen. Wenn wir nicht weiterbauen, wenn wir also sagen, wir sitzen das aus, kommen wir sicherlich 6, 7 Monate zurecht. Und das ist ein wahnsinniges gutes Gefühl. Und das verkürzt sich entsprechend, wenn wir sagen, wir bauen wieder weiter. Aber wenn der Notfalltopf weg ist und wir da drüben diese Wahnsinnssummen, Südamerika, Brücke und so weiter stemmen müssen, ganz, ganz ehrlich, ich befürchte, auch dann kommen wir gegen unsere Mentalität nicht ohne Kredite aus. Aber, da muss man ehrlich sagen, ist tatsächlich gute Möglichkeiten von unserem Staat gemacht. Es ist natürlich in diesem Zusammenhang, tausende von Nachfragen sind in den letzten Wochen gekommen, wie kann man uns helfen? Das rührt uns, das ist diese E-Mails, das ist der blanke Wahnsinn, was man uns angeboten hat, uns zu helfen. Das ist wahnsinnig großartig, aber ganz, ganz ehrlich, es gibt hunderttausende von Firmen, Geschäfte, die diese Hilfe brauchen, nicht nur wir. Und das ist tatsächlich so, ich glaube, dass wir länger durchhalten als viele von diesen kleinen Geschäften. Also bitte überlegt euch zweimal, ob ihr bei Amazon bestellt, weil es bequem ist, oder schaut einmal, ruft mal den Es gibt so viele kleine Geschäfte, die jetzt aus dieser Not heraus Lösungen gefunden haben, dass sie liefern, das vor die Tür legen, auf Rechnung, sonst irgendwas oder Abholservice oder sonst irgendwas. Diese Firmen brauchen genauso diese Unterstützung. Klar, ihr könnt uns helfen. Auch wir freuen uns über Liquidität. Unsere Gutscheine sind für immer gültig. In unserem Online-Shop gibt es alles Gutscheine, kulinarische Weltreise, kauft Gutscheine ohne Ende. Wir freuen uns darüber. Und wir haben auch wahnsinnig tolle Bastelsachen, die, ich glaube, wir haben also wirklich schon, ich glaube, von der Kugelbahn haben wir schon 1000 Stück verkauft in 2 Wochen.
Und das gibt natürlich auch ein paar Wunderland-Mitarbeitern noch eine Chance, ein bisschen zu arbeiten. Deswegen, wenn ihr basteln wollt, das sind wirklich tolle Sachen, geht mal auf unseren Online-Shop in den Bereich Bastelsachen. Da sind wir schon beim wichtigsten Thema überhaupt, also die Zukunft. Wichtig. Ich glaube schon, oder wir glauben schon, dass wir dieses Jahr gut über die Runden kommen, egal wie schlecht es läuft, egal ob gar nicht geöffnet ist. Das Entscheidende wird nächstes Jahr sein. Wir hoffen, dass das Leben wirklich wieder explodiert und ihr alle wieder alles macht und so, und dass wir auch in der Lage sind und dass Virologen das alles in den Griff kriegen. Aber dieses Jahr ist auf jeden Fall erstmal gesichert und ansonsten schauen wir das weiter. Das andere sind natürlich 350 Mitarbeiter und die haben wir von Anfang an mit ins Boot genommen. Wir haben schon im Februar angefangen, sehr offen darüber zu sprechen, welche Probleme es geben könnte, was auf uns zukommt. Und auch da muss ich ehrlich sagen, viele, viele unserer Wunderländer gucken heute zu, weil das die einzige Kontaktmöglichkeit im Moment mal bildlich ist. Unfassbar, wie liebevoll unser Austausch ist. Das ist absolut toll. Wir haben uns tatsächlich, ich glaube, das war um den 13. März herum, alle getroffen. Als wir eingeladen haben, dass wir uns mal treffen, da war noch kein Kontaktverbot. Als wir hier waren, war das eigentlich schon so ein bisschen Grenzbereich. Wir waren hier ganz, ganz viele im Wunderland, aber toi, 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 bis heute wissen wir von keinem Corona-Fall in unserem Team und haben denen erzählt, dass wir nicht weitermachen können und dass wir sie in Kurzarbeit schicken. Und Kurzarbeit ist ja eigentlich nur 60%. Und wir haben ihnen gesagt, dass wir freiwillig auf 80% aufzahlen. Das war Anfang März, wie gesagt. Heute ist es die Diskussion schlechthin draußen in der großen erkrankten Welt. Wie soll man mit 60% bis oder 67% mit Familie zurechtkommen? Kann man nicht. Deswegen war für uns ganz klar, wir zahlen auf 80% auf, haben sogar das Angebot gemacht, dass wir auch noch weiter aufzahlen auf 100%, wenn man nicht zurechtkommt. Und es haben tatsächlich nur ganz wenig Wunderländer in Anspruch genommen, weil es ist tatsächlich dieses Gefühl, wir sitzen alle in einem Boot, ist wahnsinnig. Und ich kann nur alle Firmen, die sich das auch nur annähernd erlauben können, bitten oder fast auffordern, zahlt auf 80% auf. Die Aktiengesellschaften, denen geht es fast immer nur darum, die Dividende so hoch wie möglich zu halten, damit alles toll ist. Scheiß auf eine Dividende. Die Mitarbeiter sind jetzt mal wichtig. Und wenn es in Zukunft auch mal so ist, lieber mal ein bisschen weniger Dividende ausschütten und Notfalltöpfe im Unternehmen halten, damit man in der Lage in so einer Situation ist, auch anders zu handeln als dieses, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Ich finde, jeder Unternehmer, der in den letzten Jahren richtig Gewinne gemacht hat, kann jetzt nach 3 Wochen nicht jammern. Ich verstehe es. Aber nicht. Ich höre es so überall. Die schicken alle sofort ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Können wir in Rage reden. Die Minijobber sind komplett raus. Ne? Ja. Und wer eine Geschäftsidee hat, die es nicht schafft, dass man 1, 2, 3 Monate auch mal eine Krise durchsteht, der sollte seine Geschäftsidee überdenken. Also das ist meine subjektive Meinung. Damit meine ich jetzt nicht 1, 2, 3 Mann kleine Betriebe, da ist das ein ganz anderes Thema. Ne? Aber damit meine ich mittelständische Unternehmen, genau. die wirklich dann den Shareholder in der ersten Instanz haben, also sprich den Investor zu befriedigen und die Mitarbeiter in so einer Situation zu vergessen. Und eine banale Sache, ich kann sein, dass ich falsch liege, also wir gehen im Moment davon aus, 80% Aufzahlung, also von 60% auf 80% ist Sozialversicherungssteuer, also netto für netto frei möglich. Es ist also gar nicht so schlimm. Und wenn, ganz ehrlich, dann lieber Staat, du machst so viel richtig im Moment, erhöht es auf 80%, zumindest für die Familien, denen es nicht gut geht, die mit 60% nicht zurechtkommen. Also Studenten und Minijobler wären auch so ein Wunsch, ein Appell an unsere Regierung. Die fallen komplett durchs Raster. Minijobler und studentische Aushilfen kriegen kein Kurzarbeitergeld. Wir zahlen die komplett freiwillig weiter, bis auf Weiteres, hoffentlich bis zum bitteren Ende. Das kostet ein richtiges Vermögen unseres Notfalltopfes. Und auch da eine wahnsinnige Vertrauensgeschichte. Ganz viele haben gesagt, nee, wir brauchen gar nicht so viel zum Leben. Ist aber ein anderes Thema. Warum fallen die komplett durchs Raster? Ist klar, oft sagt man, Mami, Papi können das ja übernehmen und Minijob ist ja nur für Wein, Weib und Gesang. Nee, es gibt ganz viele Menschen, die haben den Minijob als Zweitjob und jetzt ist zum Beispiel der Erstjob in Kurzarbeit gegangen und wird nicht aufgezahlt und dann ist der Zweitjob plötzlich nicht bezahlt. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass es für studentische Aushilfen und Minijobler auch noch eine Lösung gibt. Aber mal zurück zu unseren Wunderländern. Wir stehen echt alle 2, 3 Tage in Kontakt. Wir kriegen wahnsinnig liebevolle Mails mit echt tollen Geschichten, was ihr, falls ihr gerade zuschaut, ihr zu Hause macht. Wir kriegen Bilder aus dem Garten, aus dem Balkonien und so. Ich finde, das ist auch eine Chance. Also wir als
Thema, hier, also wir hier als Team im Wunderland, kann ich ganz ehrlich sagen, so wie sich das anfühlt, wir waren sowieso schon eine Familie, wir sind jetzt so zusammengewachsen und ich kann nur hoffen, dass viele, viele andere Unternehmen das auch hinkriegen. Es ist, also diese Ehrlichkeit, die wir von Anfang an an den Tag gelegt haben, zu sagen, nichts mehr ist sicher, die hat sich hier ausgezahlt und ich hoffe, dass wir ehrlich gesagt in einem Jahr alle hier stehen und sagen, boah, das war eine harte Zeit, aber wir haben wahnsinnig was dazu gelernt. Also ich kriege jetzt gerade, also die Bitte ist weiterhin, stellt schon Fragen, wir sammeln die. Jetzt ist aber tatsächlich ganz, ganz oft eine Frage gekommen, die tatsächlich ein Thema Nummer eins auch in den Medien ist, können wir die Miete stemmen? Also ich wollte eigentlich nichts dazu sagen, das war eigentlich mein Ding, weil es so eine schwierige Diskussion ist. Miete stemmen, gibt es da zwei unterschiedliche Dinge, zu Stunden oder auszufallen. Also wenn ich meinen Vermieter bitte, bitte kannst du die Miete stunden, heißt das ja nicht, dass ich sie nicht zahlen muss. Ich zahle sie nur später. Es ist also keine echte Lösung. Und soweit ich das weiß, haben die Unternehmen, die gerade Ärger gekriegt haben, eher die Miete stunden wollen, was ich überhaupt nicht verwerflich finde. Also ich als Unternehmer sage, wenn ich meinen Vermieter frage, kannst du meine Miete stunden, verliert er sie nicht, er kriegt sie nur später. Das ist völlig legitim und ich glaube auch, dass fast alle Vermieter, die nicht selbst in einer riesen Notsituation sind, das mitmachen. Die Frage ist, ob sie auch auf die Miete verzichten. Da haben wir schon viele Vermieter gehört, die Friseursalone und so gesagt haben, Mensch, du zahlst seit 20 Jahren Miete, ich erlass dir mal ein, zwei Mieten. Das würden wir großartig finden, wenn es Vermieter gibt, die diese Möglichkeit haben, macht das. Es werden diese Menschen euch zurückzahlen. Ist aber nicht die Frage beantwortet, können wir sie stemmen? Wir haben sie jetzt für April erstmal gezahlt, obwohl wir sie eigentlich auch als, wir haben hier als Speicherstadt ist Stadteigentum. Das heißt, die Hamburger Stadt hat ganz, ganz großartig sofort reagiert und hat gesagt, alle Firmen, die als Vermieter die Stadt haben, können die Miete ganz formlos 2-3 Monate aussetzen. Aussetzen heißt später bezahlen. Wir haben gesagt, okay, es gibt so viele andere Unternehmen. Wir haben von unserem Vermieter gehört, dass auch dort die Mittel begrenzt sind, dass zu viele Firmen gerade sagen, sie können die Miete nicht stemmen. Da haben wir gesagt, okay, es ist natürlich auch eine wichtige Liquidität für uns und uns erhält unseren Topf länger, wenn wir sie jetzt erstmal nicht bezahlen müssten. Aber es geht uns besser als vielen anderen. Im Moment zahlen wir also ganz normal unsere Miete. Muss man dazu sagen, weil wir auch einigermaßen zuversichtlich sind, dass das nicht Ewigkeiten dauert, diese Krise. Ja, und ich habe noch eine ganz... Ich habe ihm seine wertvolle Gesprächszeit mitgenommen. Das ist häufig so. Ich habe, Weil ich habe dir zugehört. Ich merkte, wie ich innerlich so ein bisschen in Rage und Wut kam, weil im Endeffekt Corona hat keiner bestellt. Das hat keiner erfunden. Das hat nicht irgendjemand verursacht, sondern das ist uns als Weltgemeinschaft passiert. Da reagieren zwar Staaten unterschiedlich und ich habe das Gefühl, am Anfang war ich zum Beispiel, war ich subjektiv der Meinung, dass das Deutschland ein bisschen zu lasch angeht, weil man sieht in einigen Regionen, wie man so schön sagt, sterben die Menschen wie die Fliegen. Und ich höre täglich, ich kriege WhatsApps von irgendwelchen Verschwörungstheorien und von das sei ja völlig überzogen. Leute, das kann man ausrechnen. Und nicht mit diesem viel zitierten Übersterblichkeitsargument, weil wir haben einen Shutdown, da sterben Leute nicht mehr im Verkehr oder wie auch immer, sondern man kann das spüren in Italien, in Madrid, in New York. Wenn man sich einfach die Zahlen anguckt und die Art und Weise des Sterbens, wir haben ein Problem. Und dann jetzt haben wir einen Shutdown und das bedeutet, dass am Ende jeder mit einem blauen Auge davon rausgehen wird. Das wird jedem wehtun, weil das System ist nicht nur mit einem blauen Auge. Ne? Und was ich mir sehr, sehr wünschen würde, ist, es gibt einige, da ist dieses finanzielle blaue Auge so am Limit, da ist man sowieso schon am Existenzminimum, dass man die unterstützt und dass bei denjenigen, wo das blaue Auge im Endeffekt nur am Ego kratzt, nämlich mit der Kontostand ist eine Million weniger oder wie auch immer, dass die sich jetzt sagen, hey, da ist ein Friseursalon, wie du sagtest, der kann seine Miete gerade nicht zahlen. Zu Recht, die Einnahmen sind von einem Tag auf den anderen weg. Dem stunde ich das jetzt mal dazu. Nur, ich überlege mal, vielleicht erlasse ich den, weil wir werden alle finanziell das merken. Und aber wenn wir jetzt zusammenhalten, sorry, jetzt bin ich im Nase, letzter Satz dazu, dass dieses Verschwörungstheorie-Ding, das Wunderland wird eher aufmachen, je eher die Pandemie im Griff ist. Die Pandemie ist je eher im Griff, desto eher es keine Ansteckungen gibt. Das heißt, da wir alle nicht genau wissen, was das bedeutet, kann auch keiner sagen, es ist eine falsche Entscheidung oder wie auch immer. Eins weiß ich 100%, das wird eher vorbei sein, wenn wir jetzt diesen Shutdown hart zu Ende führen oder wie auch immer. Und wenn dann, wie in Hamburg gestern, jemand sich vor die Presse stellt und sagt, hier sind ja nur 18 Tote und die sind alle wegen Vorerkrankungen gestorben und ich lese das auch überall, dass die Menschen ja Vorerkrankungen haben. Hey, wir sind eine Solidargemeinschaft, wir sind eine Gesellschaft und auch Menschen mit Vorerkrankungen sind Menschen, die zu uns gehören. Und ich finde es schlimm, wenn man dann so einen Artikel teilt und wenn die in den Medien immer weiter höher gehen,
wo irgendwie Menschen mit Vorerkrankungen nach dem Motto, die dürfen hier sterben. Das wollte ich mal sagen. Wenn wir alle jetzt zusammenhalten, sowohl wirtschaftlich als auch was diese Regeln angeht, dann ist das schneller wieder vorbei. Also apropos Zusammenhalten, ich finde das absolut irre, auch wieder ans Team, was gerade zuschaut, dieses Vertrauen, das wir zueinander haben. Und das ist auch ein Tipp. Wir haben unseren 350 Leuten gesagt, wenn du mit den 80% nicht zurechtkommst, sag Bescheid, wenn du mehr brauchst. Und wir haben allen Minijobplatten und studentischen Aushilfen, die nichts bekommen vom Staat, gefragt, was brauchst du zum Leben? Sagt uns das. Und die Ergebnisse sind sensationell. Also die studentischen Aushilfen, Minijobler liegen ungefähr bei 50% von dem, was wir vorher hatten an Kosten. Und es haben, glaube ich, nur 9 Leute von unseren Vollzeitangestellten gesagt, dass sie mit den 80% nicht zurechtkommen. Es ist tatsächlich eine Gemeinschaft. Wir sorgen dafür sozusagen, dass wir zusammen durch diese Krise kommen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Und da möchte ich auch an dieser Stelle Danke sagen und den Tipp geben. Nehmt eure Leute an alle Chefs, nehmt sie voll mit ins Boot, sprecht mit ihnen. Wahrscheinlich tut ihr das alles und ihr erzählt, laber nicht, Frederik, aber man hört es halt auch anders. Und in diesen Mails, die wir von unseren Wunderländern bekommen, steht so oft drin, Frederik, wir danken euch so sehr, dass ihr uns so offen damit sozusagen informiert. Meine Freundin arbeitet da und der und ich habe nichts gehört, außer du bist jetzt raus. Und das finde ich so schade, wenn das nicht möglich ist. In so einer Geschichte geht es ja um so viele Schicksale, um so viele Menschen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass wir in dieser Krise eigentlich alle ganz gut reagieren. Sowohl der Staat als auch wir Menschen. Also der Staat hat so, so schnell, auch wenn gemeckert wird, was zum geht nicht mehr, bei Facebook überall nur steht, wie schlimm alles ist. Ich finde, das ist wahnsinnig, wie schnell der Staat reagiert hat. Das Kurzarbeitergesetz, das auf 80% Sozialversicherungssteuer frei aufgezahlt werden kann, mal ebenso schnell, das kostet Milliarden. Und es ist so schnell umgesetzt worden. Wir haben unseren Antrag gestellt und ich glaube, eine Woche später kam schon die Bestätigung. Ich habe von vielen, vielen, vielen Kollegen gehört, die kleinere Betriebe haben, dass die erste Soforthilfe schon auf dem Konto ist. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das wahnsinnig. Wenn man bei Facebook liest, wie Menschen im Moment reagieren, das ist absolut wahnsinnig. Diese ganzen 21-Uhr-Geschichten, dass man bastelt, man lernt seine Kinder mal ganz anders kennen. Es ist der blanke Wahnsinn. Klar gibt es auch Nachteile, häusliche Gewalt ist ein Thema und so. Aber insgesamt, glaube ich, ist es eine Riesenchance, dass wir noch näher zusammenrücken. Und wenn der Staat jetzt noch die 80% Aufzahlung auf Kurzarbeitergeld auch noch klar macht, dann kommen wir alle irgendwie zusammen mit einem blauen Auge da durch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ja. Eine Sache ist aber noch ganz wichtig. Wir alle, Restaurants, Hotels, Gastronomie, Versammlungsstätten, sonst irgendwas, brauchen irgendwo wieder, dass die Angst raus aus den Köpfen ist. Und ich ganz persönlich, Gerrit, glaube ich auch, wir sind der Meinung, es gibt eine von vielen, vielen Lösungen ist die Corona-App. Und ich verstehe diese Diskussion nicht. Klar, Datenschutz ist wichtig, aber ich glaube, es wurde einhellig überall klar gemacht, wo die Daten gespeichert werden, dass sie überhaupt kein Problem sind. Klar, man kann auch was hacken. Nee, aber diese Corona-App, beschäftigt euch doch bitte mal damit. Die ist wirklich eine Lösung, dass die Infektionskette im Vorwege schon geklärt werden kann, weil es ist tatsächlich so, wenn man sich tatsächlich in der Vergangenheit irgendwo zu nah miteinander befunden hat oder über Bluetooth ist es festgestellt worden und ich gebe jetzt in meine App ein, dass ich jetzt leider Corona habe, wird rückwirkend sofort jeder informiert, der in meiner Nähe war, bevor er noch Symptome hat. Das ist eine von vielen Basisbausteinen, dass wir schnell wieder zu einem normalen Leben zurückkommen können. Und ich verstehe diese Diskussion nicht, wie viele Menschen, also ich habe irgendwo gelesen, 46% finden das nur gut. Das ist vielleicht der einzige Fehler in der Politik, dass da in der Öffentlichkeit über die Handydatenortung gesprochen wird und über Handydaten allgemein. Da ist in der Regierung der Wunsch von der Telekom, Handydaten zu bekommen, und zwar nicht mehr anonymisiert. Und wenn ein Corona-Positivfall ist, dann über Handyortung die Leute zu kontaktieren. Das ist, sorry, Bullshit. Das funktioniert technisch. Aber nicht bei der App. Aber Handydaten ist verwendet worden, das Wort. Und dass das Bundesgesundheitsministerium ihre Handydatenortung von den Masken nur anonymisiert bekommen hat, aber nicht personenbezogen, finde ich super. Aber die Menschen denken jetzt immer, dass die Diskussion über Handyortung ist, wenn über Handydaten gesprochen wird. Die App ist auch Handydaten. Also wir und meinen die App. Und die App bedeutet, dass alles, was passiert, nur auf deinem Handy gespeichert wird. Und nur in dem Fall, dass man Corona-positiv getestet ist, dann informiert diese App anonymisiert alle, die in einem Kontakt in der Inkubationszeit zu nahe gekommen sind, andere. Und die lassen sich dann testen und mehr ist das nicht. Das sind auch Handydaten. Ich glaube, wenn dieser Unterschied über
also mein ein Bewegungsprofil an den Start zu geben, ist auch Handydaten. Wenn dieser Unterschied bekannter wäre, dann würden die Leute der App zustimmen und der Handyortung nicht. Und das fände ich auch richtig. Ja, ich glaube auch, dass viel, viel typisch dieses Facebook-Hassgedudel ist. Ne? Es wird alles erstmal negativ geredet. Also bitte, bevor wir wieder bei Schnell zum Wunderland zurückkommen, teilt diesen ganzen Fake-News-Scheiß nicht. Ich finde, wir machen in Deutschland so viel richtig und die ganze Welt zieht an einem Strang. Also ich glaube, wir machen ziemlich viel richtig und das hier ist aus unserer Sicht wirklich nötig, obwohl wir daran bluten. Wollen wir aber mal über die Zukunft reden. Es gibt nämlich tatsächlich, obwohl wir hier gerade dicht sind, eine Sache, die ist interessant. Im Juni kommt unsere Brücke. Sie wird zumindest eingebaut. Es ist tatsächlich so, es wird tatsächlich im Haus gebaut und es staubt teilweise ganz doll. Das ist der einzige Vorteil, dass tatsächlich keine Besucher da sind. Es ist, ich krieg jetzt das dritte Mal die gleiche Frage, die kommt gleich. Wir kommen jetzt gleich mal zu den Fragen. Aber zu der Brücke, sie wird im Juni eingebaut. Das heißt, wir können zwar noch nicht rübergehen, aber da ist alles voll in Gang. Also, ich habe jetzt dreimal aufs Ohr bekommen, dass so viele Fragen kommen. Ich würde sagen, wir brechen mal ab und gehen mal rüber zu den Fragen. Entschuldigung, dass ich so lange geworden ist. Ich finde übrigens viele von euren Kommentaren, finde ich super. Also, ihr schreibt jemand, wer bei Facebook überhaupt mitmacht und dann gleichzeitig Sicherheitsbedenken bei einer Corona-App hat, der sollte sich mal fragen. Danke. Okay, also ganz, ganz oft ist die Frage gestellt worden, anscheinend im, jetzt aktuell, was ist mit Südamerika? Wie geht's der Familie Martinez? Also ganz kurz, wir haben vor 2 Jahren entschieden, dass wir den Südamerika-Abschnitt, ich habe da so einen schönen Satz mal gesagt, vielleicht kriege ich den sogar live hin, wir wollen Südamerika so bauen, dass Südamerika später Südamerika in Deutschland als Südamerika kennen, das nicht von Deutschen schlecht gebaut wurde, von Südamerikanern mit Deutschen zusammen, auf wie ein Südamerika aussieht. Jeder war besser, aber macht ja nichts. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bauen wir den authentischen Südamerika-Abschnitt. Weil deswegen, der kommt ja 15 Sekunden zeitversetzt hier. Ich nehme mir das mal an, was du da gerade gesagt hast. Also dort ist ein kompletter Shutdown. Das heißt, es gibt eine komplette Ausgangssperre. Das heißt, viele haben ja unsere Berichte schon gesehen. Das ist tatsächlich ja so, wenn ich eine Ausgangssperre habe, kann auch kein einziger Mitarbeiter mehr hinkommen. Das heißt, Familie Martinez baut gerade alleine. Es ist auch kein Wunderländer mehr in Pilar. Das ist bei Buenos Aires. Wir bauen also nicht mehr zusammen. Wir haben die zurückgeholt. Wir stehen im ständigen Kontakt. Es wird sich dadurch vielleicht auch etwas verzögern. Ehrlich gesagt, in der aktuellen Situation nicht schlimm, denn die Finanzen wollen ja auch ein bisschen geplant sein. Aber sie bauen alleine und sie sind immerhin ja 4 plus Daddy. Das heißt, da ist ein bisschen Arbeitskraft noch da. Sie schicken uns regelmäßig Fotos. Rio de Janeiro ist fertig, kann verpackt werden. Das ist wahnsinnig. Wenn wir nicht dabei sein können, wenn es verpackt wird, dann werden wir sicherlich Fotos euch liefern demnächst. Aber es zeigt schon, diese gemeinsame Zusammenarbeit, die ist grandios. Und das geht weiter. Ich richtig hoffe, dass wir bei Facebook momentan nicht zu hören. Und bei YouTube, ja. Okay, bei Facebook sind wir aktuell nicht zu hören, sagt gerade Gerrit. Und bei YouTube, ja. Dann würde ich sagen, hat Facebook aktuell kurz Pech gehabt und wir machen für YouTube weiter. Dann aber, wenn ich dich schon unterbrochen habe, kleiner Hinweis. Die RKI, Handy, also die Datenspenden-App, das ist eine gute Geschichte. Ja. Die meinen wir nicht. Nein, wir meinen die Corona-App. Wir meinen die Corona-App, wo also sozusagen die Infektionskette rechtzeitig weiter ermittelt werden kann und die Leute testen gehen, die in den Risikobereich geraten sind. Aber die RKI-Datenspenden-App ist auch eine super Geschichte. Ja. Also, ich würde mal sagen, es kommen jetzt nur noch Fragen. Also, falls ihr mich gerade hört, angeblich ist bei Facebook der Ton wieder weg. Ich brauche jetzt mal, Alex, von dir ein paar Fragen oder Gerhard, liest ein paar vor. Was ist denn ganz, ganz oft gefragt worden? Also was oft gefragt, also eine super Idee habe ich hier, das ist schon 10 Minuten her gesehen. Man kann ja die Planespotter können draußen nichts mehr spotten, nur mal Frachtmaschinen. Aber wir könnten den Flughafen anmachen und einen Livestream machen, dann gibt es ja am Planespotter was zu tun. War ja eine super Idee. Also, jetzt kriege ich eine Frage. Wie halten wir die Technik am Laufen? Ja. Okay. Also klar, das ist eine Frage für Gerrit. Ich stelle sie dir mal. Gerrit, es wurde gerade gefragt, wie halten wir die Technik am Laufen? Ach so, das ist ja auch so. Ja, also wie halten wir die Technik am Laufen? Rostet das hier ein? Muss der Schlitten am Flughafen regelmäßig bedient werden? Was ist mit dem Wasser und so weiter?
Wie ist das so? Also einige Sachen sind klar. Staub ist auch immer noch da. Das heißt, wir fahren unsere Reinigungszüge regelmäßig. Damit bedeutet das, dass wir die Anlagenabschnitte nacheinander auch mal wieder hochfahren und stellen so ein bisschen, haben nach einer Woche Tests gemacht, was ist anfällig gegen Stillstand. Zum Beispiel das Katapult vom Flughafen, das versuchen wir jetzt pro Woche einmal in Betrieb zu nehmen, dass das alles läuft. Die Akkus von den Autos und den Flugzeugen sorgen wir dafür, dass sie nicht sich tief entladen, weil die brauchen auch im abgeschalteten Zustand ein bisschen Reststrom. Führt zu weit die Erklärung. Das heißt, wir brauchen hier so 2 bis 3 Mitarbeiter, die sich dauerhaft sozusagen darum kümmern, dass technisch das Wunderland auf Knopfdruck am Tag X, der übrigens idealerweise schon, machen wir irgendwie unten, vielleicht in 8 Wochen ist, das Wunderland wieder öffnen und hochfahren kann. Das wäre mein Traum. Aber wir müssen dafür ein bisschen was tun. Nicht alles, aber einiges braucht seine Pflege. Ich glaube, die nächste Frage, die ich gerade schon aufs Ohr gekriegt habe und die soll auch mehrfach gestellt worden sein, die hat Gerrit geflissentlich überhört, denn er ist dafür verantwortlich. Wie sieht's denn mit der Formel 1 aus? Also ich von meiner Seite aus kann sagen schon mal, dass wir da entschieden haben, dass wir daran weiterbauen, weil das ist so ein wichtiges Thema. Das heißt, im stillen Kämmerlein, die Techniker für die Formel 1, die machen weiter. Das ist einer der wenigen Bereiche im Wunderland, wo wir gesagt haben, da wollen wir keine Zeit verlieren. Wie sieht's aus? Da sind wir gerade zu dritt unterwegs, und zwar Axel kümmert sich weiter darum, dass die Software, die in der Straße sein wird, die Hunderten von Mikrocontroller noch perfekter laufen. Stefan kümmert sich darum, dass die Strecke geroutet wird. Es sind ungefähr 2 bis 3 Monate Arbeit, die ganzen Leiterbahnen in einem Zeichenprogramm für Elektroplatinen zu zeichnen, sodass wir die 21 Meter lange Strecke irgendwann in der Hand halten. Was wirklich, die wird ungefähr 4.000 Euro jeder so lange Streckenabschnitt kosten, die Platine ohne aktive Bauteile drauf. Dann kann man sich vorstellen, wenn ein Leiterplattenhersteller 4.000 Euro für so eine Platine nehmen muss, wie komplex die ist. Die muss man am Computer zeichnen, da sind wir fleißig dabei. Und ich programmiere dann, wenn ich gerade nicht hier bei Facebook stehe oder mit Freddy über die Zukunft diskutiere oder mich mit Mitarbeitern unterhalte, ganz fleißig gerade an der Formel 1. Und da hilft der Shutdown tatsächlich ein klein bisschen. Man kann konzentrierter arbeiten. Das heißt, die Software soll ja irgendwann mal wirklich dynamische dynamische Formel-1-Rennen erzeugen, wo nicht, wir haben ein Rennen mal irgendwann programmiert und das wird immer im Kreis abgefahren, sondern da soll jedes Rennen anders sein. Und dann gebe ich noch nicht auf. Ja, toi, toi, toi. Ich erlebe ihn manchmal ganz, ganz fröhlich ins Wunderland kommen und manchmal ganz traurig. Also ich darf ihn eigentlich nicht fragen. Er ist so angespannt, er ist so nervös. Wisst ihr, woran das liegt? Er will es wie immer perfekt machen. Das Gleiche hatten wir schon mal beim Flughafen. Es reicht ihm nicht, wenn 2, 3 Autos in Monaco irgendwann ein Rennen fahren. Er will, dass da ganz viele Autos wechseln. Das unterbreche ich mal mit der nächsten Frage. Ich glaube, ich habe schon eine bekommen. Ich habe eine gelesen. Wir wurden gefragt, ob wir hier schlafen. Das muss ich mal fragen. Sehen wir so müde und zerzaust aus? Wahrscheinlich durch diesen katastrophalen Livestream gerade. Nee, wir schlafen nicht hier. Wir schlafen zu Hause und manchmal fühlt man sich hier, als wenn man hier schläft, weil es so leise ist. Das ist tatsächlich sehr blöd. Also wie läuft das mit den Schiffen, werde ich gefragt. Die müssen warten. Also wir haben das Projekt, die Schiffe vollkommen automatisch computergesteuert zu fahren, ja vor 2005 verschoben. Das verschieben wir auch weiter, aber wenn dieser Shutdown länger dauert und die Formel 1 dann fertig ist, dann würden wir sogar auf die Schiffe anfangen. Da parallel kam die Frage, ob Wasser im Becken ist. Ja, das lassen wir drin, weil wir immer noch das Gefühl haben, das kostet nicht viel Aufwand. Das wird ein bisschen, da ist keine Chemie drin, das wird ein bisschen gekühlt. Dadurch, dass eigentlich der Besucher mit dem Dreck, der über Haare oder ähnliches da reinfliegt, das größte Problem für das Wasser ist, haben wir gesehen nach einer Woche, dass das Wasser kaum Pflege braucht. Das bleibt drin. Dann wurden wir gefragt, warum wir die Anlagenteile nicht einfach wegen des Staubes abdecken. Das würde mehr Schaden verursachen als helfen. Wenn jetzt jedoch wir irgendwie die Prognose hätten, ey, das ist hier ein Shutdown für 8 Monate, dann würden wir anfangen zu konservieren und würden tatsächlich eine Folie drüber machen. Da glauben wir nicht dran. Also ich glaube eher, dass wir irgendwann wieder aufmachen können. Vielleicht auch schon eher, als man denkt, aber dann ganz wenig Leute reinlassen. Wir haben das damals schon in den Szenarien, die wir Anfang Februar gemacht haben, haben wir schon von selbst immer weiter den Durchlauf runtergemacht, dass man sich hier auch noch wohlgefühlt hat. Wir haben die Hygienemaßnahmen ganz schnell noch mehr verbessert, den ganzen Tag rumgelaufen und haben die Geländer immer wieder im Kreis drehend geputzt und desinfiziert. Das hatten wir schon vorher von selbst gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass einfach weniger Leute wieder in die Versammlung stecken dürfen. Und da muss man ganz ehrlich selbst entscheiden, das ist auch eine ganz schwierige Geschichte, selbst entscheiden, ab wann lohnt sich das denn überhaupt bei 360 Leuten wieder aufzumachen? Ja, das möchte, glaube ich, was sagen. Ja, komm, geh mal mit. So. Ich stelle mich hier hin, und zwar, weil die Frage kam, ob die Kirmes weitergebaut wird. Achso. Und das kann ich mir ganz gut zeigen. Das ist tatsächlich vor 2 Wochen wirklich abgebrochen und wartet darauf, dass wir das Signal kriegen irgendwie. Das wird eher ein Gefühl sein als ein Signal. Dann machen wir wieder auf. Der Topf ist noch voll.
oder reicht noch bis zu wieder aufmachen, dann legen wir sofort los und nutzen die hier noch besucherleere Zeiten im Kirmes fertig. Franz, kannst du ja mal kurz hingehen? Kannst du mal hingehen mit der Kamera? Dann haben wir hier mehrfach diesen Lob für euch, Franz und Thomas und alle anderen, die hinter den Kulissen wahrscheinlich mit striefnassen Stirnen sitzen wegen der Funkaussetzer, dass ihr euch wacker schlagt und dass das hier wieder läuft. Und ich hatte noch Frage zu Patenten, genau, ob wir eigentlich Dinge patentieren lassen. Wir haben das ganz am Anfang beim K-System einmal gemacht, weil wir das Gefühl hatten, oh Gott, sonst kopiert uns das jeder, dass wir diese Technik, wie wir die Autos steuern, patentiert lassen haben. Das war es aber auch, weil wir eigentlich tatsächlich eher stolz sind. Also nach dem Motto, die Chinesen behaupten immer, man soll ja stolz sein, das sei ein Kompliment, wenn man jemanden kopieren würde. Das ist eigentlich auch ein bisschen so, weil 99,9% der Leute, die uns hier irgendwie eine Idee kopieren würden, würden es im Privatgebrauch zum selber machen. Da ehrlich, das freut mich, dass dann jemand da irgendwie eine Idee, dass wir eine Inspiration sein durften. Und die ganz wenigen Versuche, die es wirklich dann, die uns was geklaut haben im technischen Sinne und damit kommerziell was machen wollten, die haben uns immer kurz geärgert und wir wissen eigentlich auch ganz genau, es ist nicht nur die Idee oder die Lösung, mal eben sich zu nehmen. Das ist ein bisschen mehr, ein Riesenteam, was dahinter steckt, damit das so lebendig ist, wie zum Beispiel der Flughafen. Das heißt, Frage hätte ich auch in einem Satz, in einem Wort beantworten können. Lassen wir alles patentieren? Nein. Es ist aber auch tatsächlich so, wir haben ja nicht vor, in die ganze Welt zu exportieren. Wir bleiben hier, wir werden tausendmal gefragt, ob wir solche Wunderländer auch woanders in der Welt bauen können. Wir sind hier in Hamburg glücklich, wir haben nur das Hamburger Wunderland, wir haben auch nichts anderes vor. Also, dann sollen sie doch irgendwo New York, irgendwo, das in New York ist schon wieder pleite, hat schon wieder geschlossen. Sollen sie es einfach machen. Aber wir haben nochmal, ich glaube, ich habe jetzt 5 oder 6 Mal die Frage bekommen, ob man spenden kann. Es ist so ein schwieriges Thema. Es hört sich immer so bettelnd an, weil wir haben diesen Notfalltopf ja da. Es geht uns Stand heute gut. Wir wissen aber nicht, wie es uns in der Zukunft geht. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, dann kauft Tickets. Kauft Tickets, die sind für immer gültig. Also glaubt genauso wie wir an uns, dass wir irgendwann wieder aufmachen. Die Tickets sind für immer gültig. Klar, nämlich kein Blatt vom Mund. Jedes Ticket, das verkauft wurde, ist eine Liquidität und verbessert auch unseren Topf. Also wenn ihr unbedingt spenden wollt, kauft einfach Tickets und löst sie irgendwann ein. Oder verschenkt sie. Aber verschenkt sie an die vielen Leute, die vielleicht jetzt durch Kurzarbeitergeld sich das nicht mehr leisten können. Also ich wurde mir auch gerade gefragt, was mit Eintrittskarten ist, die einen Termin hatten und wir jetzt geschlossen sind. Wir haben alle Eintrittskarten mit Termin, die buchen wir immer an dem Tag, wo es zu Ende ist, auf immer gültig. Das heißt, ihr müsst euch nur irgendwann mit dem Ticket online, könnt ihr das mal einen neuen Termin suchen. Wenn das nicht geht, müsst ihr hierher kommen, einfach die bleiben absolut selbstverständlich. Ja, jetzt habe ich gerade keine aktuelle Frage bekommen. Gerne, wenn du noch welche hast. Von Rando zum Beispiel die Frage hatte ich gerade ans Ohr bekommen. Die hatte ich auch gelesen. Wiederholst du die nochmal? Autos positioniert. Ja, okay. So. Es wurde gefragt, wie die Autos geortet werden. Wir haben bei dem K-System, also bei den Autos, ein relativ einfaches System verwendet. Wir haben kleine Magnetschalter in der Straße, Readkontakte nennen die sich, und alle etwa 50 cm. Löst das Auto mit seinem Lenkmagneten diesen Kontakt aus und ich messe einfach die Geschwindigkeit zwischen zwei Kontakten und kann dann für die Zukunft vorausbringen, wo das Auto sich bei welcher Fahrstufe befinden wird. Also wir haben eine Kontaktortung, wirklich eine physikalische Ortung. Bei den Schiffen haben wir eine Triangulation über Kameras und Infrarot als Kombination, wobei die Kameras doch schon das beste Ergebnis liefern. Das heißt, eine Kamera guckt von hier, eine guckt von da, eine guckt von da. Ich kenne die Kameras und kann somit das Schiff orten. Ich habe wieder ein paar Fragen bekommen. Einige ist wohl auch öfter gestellt worden. Was sagen wir zur Konkurrenz in Bispingen? Also ganz, ganz wichtig. Uns wurde weltweit schon hunderte Male eine Konkurrenz in den Medien angedichtet. Wir sind meistens tiefenentspannt. Wir haben das Wunderland. Das Wunderland ist wunderschön und es ist großartig. Wir sind sehr selbstbewusst und sehr überzeugt davon, dass das Wunderland einzigartig in der Welt ist. Das heißt, wir sehen das nur in Konkurrenz zu irgendwelchen Größenvergleichen. Und Bispingen wird riesengroß. Und Bispingen habe ich jetzt schon zweimal besichtigt und finde ich auch richtig cool. Und das tut mir wahnsinnig leid für Frank, falls du das gerade mitkriegst. Ihr wolltet in Bispingen vor einer Woche eröffnen. Und ausgerechnet in so einem Shutdown seine Eröffnung zu... Das ist gerade ein ernstes Thema, gell? Hör mal zu. Ja. Du kommst, arbeitest 1,5 Jahre auf so eine Eröffnung hin und dann kommst du in so einen scheiß Shutdown und kannst deine Modellbahnwelt nicht eröffnen. Mir tut es wirklich eher im Herzen weh, dass Bispingen nicht aufmachen kann. Für mich ist es die größte Gartenbahn der Welt. Wir streiten gar nicht darum, ob es die größte Modelleisenbahn der Welt ist oder nicht.
es gibt verschiedene Spurgrößen, seine ist eine Lok so groß, das heißt, das ist gar nicht vergleichbar. Ich finde es eher, oder wir finden es eher richtig cool, weil gerade ganz viele Amerikaner kommen jedes Jahr zu uns. Ich glaube, es sind 20.000 Amerikaner, die jedes Jahr herkommen. Die lieben auch die große Spur. Die haben gleich zwei Gründe, nach Hamburg oder nach Norddeutschland zu kommen, was sie vorher nicht mehr auf der Landkarte kannten. Die größte H0 und die größte Gartenmann. Das ist, ich finde es perfekt. Ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz. Ich werde mit meinen Kindern einer der ersten Besucher da sein. Und das ist auch kein Spruch. Also ich kann aber auch die Medien verstehen. Das ist ein heißes Thema. Wer hat den längsten oder den größten? Hier wurde nochmal wegen der Eintrittskarten gefragt. Die bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für immer. Und wenn ihr so viel Pessimismus habt, dass ihr nicht glaubt, dass das Wunder dann wieder aufmacht, jemals, dann dürft ihr sie auch zurückgeben und wir erstatten sie. Aber das wird uns natürlich sehr wehtun. Also eher emotional, dass ihr nicht anders glaubt. So, dann, Ich habe keine mehr aufs Ohr gekriegt jetzt gerade, oder habt ihr überhört? Wir nutzen auch Arduinos für die Steuerung, wurde hier gefragt, aber auch ARM-Prozessoren, diverse, auch Raspberry Pi, wir probieren alles aus. Am Ende funktioniert alles, weil ich das nur so gut wie der Programmierer, der davor sitzt, und da sind wir natürlich nicht schlecht. Also, ich wurde gefragt, ob wir gut schlafen noch. Also, es ist tatsächlich so, das war ein wechselbarter Gefühl, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe das erste Mal bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, wie siehst du das eigentlich? Da warst du noch ein bisschen nicht so sehr in dem Thema. Und wir haben tatsächlich dann uns von Tag zu Tag ja damit beschäftigt, wo in Deutschland sich kaum einer damit beschäftigt hat, weil wir wahnsinnig nervös waren. Und ich gebe ehrlich zu, da waren viele, viele schlaflose Nächte dabei. Und auch in letzter Zeit, wenn du abends die Nachrichten siehst und eine Sondersendung nach der anderen, war alle will seit Wochen nur ein Thema und die Virologen sich sozusagen überschlagen, wer hat die schlechteste Nachricht des Tages und es eher gar nicht darum geht, welche guten Nachrichten da sind, dann lässt das einen auch als Mega-Optimist nicht kalt. Also es ist tatsächlich so, dass du dich dann fragst, was ist in einem Jahr? Also wir reden immer von diesem Jahr, das Jahr ist noch so lang und jetzt müssen wir schon mit den neuesten Meldungen über nächstes Jahr nachdenken. Sind wir vielleicht in einem Jahr noch nicht mal wieder bei 100% der Gäste? Ja, dann bist du nervös. Dann hast du auch Momente, wo du ganz schlecht schläfst, aber am nächsten Morgen haben wir eigentlich beide eher die Mentalität, dass wir sagen, ja, dann gehen wir halt mit der neuen Situation anders um. Und wir haben hier in der Vergangenheit so viel richtig gemacht mit unserer Mentalität, dann nehmen wir halt Kredite auf. Es wird irgendwann wieder laufen und dann zahlen wir die zurück. Ich sehe da wirklich, ehrlich gesagt, kein existenzielles Problem stand jetzt. Kann sich morgen ändern. Wobei ich mir wirklich sehr wünschen würde, dass wir Menschen unseren Glauben an die Demokratie nicht verlieren. Das versuchen uns gerade einige weiß zu machen. Ja. Und dass die Trumps, Höckes, Bolsonaros auf der Welt, die erst auf der einen... Egal. Ja, Trump ist das so bestes Beispiel. Trump sagt noch vor anderthalb Monaten per Twitter, der ist alles Fake News, Schlupfen und sonst irgendetwas. Und heute lese ich, dass er die WHO verklagen möchte, denen kein Geld mehr geben möchte, weil sie den Coronavirus falsch bewertet haben. Also ganz ehrlich. Und das Problem ist, viel zu viele Menschen glauben diesen Müll. Und das verstehe ich einfach nicht. Das ist alle Diktatoren und alle Menschen, die gesagt haben, dieser Virus ist ein Schnüpfchen, haben einfach Unrecht. Und jetzt versuchen die sich mit Fake News und Lügen irgendwie rauszuwinden, dass sie für viele, viele Tote verantwortlich sind. Da komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Tut mir leid. Ja, das geht mir ähnlich und merke das gerade. Aber dieser Mist, der uns hier gerade passiert, der kann unsere Demokratie schwächen oder sie stärken. Und die Entscheidung treffen wir Bürger, das machen wir. Und wir entscheiden uns, ob wir den Fake News glauben, ob wir nur auf das Negative aufspringen, ob wir immer nur suchen, wer ist schuld oder ist der Shutdown gerechtfertigt oder nicht. Wenn wir anfangen zu sagen, was können wir denn Gutes jetzt daraus machen? Was können wir mit der Zeit Gutes anfangen? Was können wir daraus lernen? Wir können ja am Ende, wir können in einem Monat, in einem Jahr oder wie auch immer zurückschauen, die Daten analysieren und gucken, was wir nächstes Mal besser machen können. Aber wir müssen uns nicht darüber unterhalten, meiner subjektiven Meinung nach, ob jetzt alles ein Fehler ist, wer macht es richtig oder falsch. Ne? Das wissen wir einfach nicht und das Risiko ist enorm. Natürlich gehen Existenzen jetzt gerade zugrunde und da muss die Solidargemeinschaft herhalten, übrigens meiner Meinung nach auf EU-Ebene auch. Da sollten wir mal ein bisschen weniger ans Geld und mehr an den Zusammenhalt denken. Und dann kann das am Ende sogar ganz positiv für unsere Gesellschaft sein und wir können alle mündiger geworden sein. Wir können vielleicht wieder gelernt haben, dass das wahre Leben schöner ist als irgendein neues Smartphone oder irgend sowas. Ne? Und Angst ist nie ein guter Begleiter. Und es ist immer die entscheidende Frage bei Fake News, bei Ansagen, bei irgendwelchen Staatsmännern, die dir was erzählen. Folge dem Weg des Geldes oder wer hat was davon? Wenn man sich die Frage stellt, dann sieht man momentan, dass man die Hälfte, die man in den News hört, getrost wegschmeißen kann. Und die einem nur den Schlaf verkürzt oder irgendwas. Wir haben ganz viele aktuelle Fragen. Ich habe noch eine ganz wichtige. Das mache ich jetzt ganz schnell, damit du nicht sagen kannst, ich möchte da was relativieren oder sowas. Ne? Also ich habe eine ganz wichtige. Was ist mit den Online-Tickets, die jetzt sozusagen eigentlich mal ein Gap hatten? Also
Für die, die es noch nicht wissen, man kann bei uns Tickets reservieren, auch am Vorwege kaufen, mit einer bestimmten Einlassuhrzeit und dann muss man nicht warten. Wenn man jetzt zum Beispiel für einen ganz vollen Samstag, die beste Uhrzeit, die jeder haben will, zwischen 10 und 11 Uhr ins Wunderland kommen möchte, man hatte dieses Ticket und man hat es nicht stornieren lassen, was unsere große Hoffnung ist, dann wurde es jetzt ja sozusagen zu einem unendlich begrenzt gültigen Ticket. Kann man dann jetzt jederzeit kommen mit diesem Ticket und ohne Warten ins Wunderland? Nein, auch ganz banal erklärt, warum. Das werden jetzt immer mehr, weil immer mehr Tage geschlossen sind. Das heißt, wir tragen jetzt sehr viele Tickets vor uns her. Wenn wir allen sagen, kommt, wann ihr wollt, dann wäre es hier brechend voll und nicht mehr handelbar. Das heißt, auch diese Tickets, die jetzt ihr Gap verloren haben, aber weiter gültig sind, müssen eine neue Uhrzeit buchen. Ganz wichtig. Dann, wenn wieder geöffnet ist, wenn dann auch irgendwann vielleicht wieder Wartezeiten entstehen. Ich glaube, das passiert nämlich nicht so schnell. Ich glaube eher, für alle, die gerade zuschauen, wenn wir wieder aufmachen, diese Anfangszeit wird die gemütlichste Zeit überhaupt im Wunderland. Die sollte man nutzen. Wenn aber wieder Wartezeiten entstehen, bitte, bitte, bitte bucht im Internet dann wieder ein neues Gap. Es wurde Jahreskarten gefragt. Ja, wir haben schon einige Fragen gehabt. Was ist mit den Jahreskarten? Wir hängen das einfach hinten dran. Die Zeit, die jetzt sozusagen geschlossen war, wird in Gültigkeit hinten dran gehängt. Also da soll keiner einfach ein Nachteil wäre. Also, ich glaube, alles ist auf dem kurzen Dienstweg lösbar, wenn man es lösen will und wenn ihr uns sozusagen teilhaben lässt, wenn das ist, ja. Ich habe jetzt gerade... Habe ich gerade beantwortet, Alex. Ich habe hier Alex gerade auch vor, nochmal die Frage zu Jahreskarten. Die ist schon beantwortet, lieber Alex. Muss man Facebook Live-Event gucken, empfehle ich dir, der ist super. Hat ganz tolle Störungen zwischendurch. Formel 1 Autos wird hier gefragt, ob wir jedes Jahr sie neu lackieren. Also wir sind gerade dabei, wir haben einen fertig lackiert, den kann ich gleich mal holen. Pass auf, du redest weiter über das Formel 1 Auto, dann erzähle ich weiter. Ja, okay, jetzt habe ich es für mich. Endlich kein Störenfried neben mir. Also, ich habe gerade noch eine Frage bekommen, wie reden wir mit unseren Kindern darüber? So wie man darüber redet, so wie ihr das hoffentlich auch macht. Die kriegen mehr mit, als man glaubt, egal welches Alter. Es ist tatsächlich schwierig zu Hause, aber auch da habe ich immer die Erfahrung gemacht, Ehrlichkeit währt am längsten. Es ist tatsächlich... Ja, Alex, auch die habe ich gerade schon beantwortet, die Frage. Danke dir, Alex. Ich bin ja kein Moderator, der die ganze Zeit vor der Kamera steht. Das ist für mich neu. Ich habe noch nie mit so einem Knopf im Ohr in die Kamera gesprochen. Das ist echt schwierig, wenn du die ganze Zeit hier... ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Fragen aufs Ohr bekommen, während ich hier gerade gestammelt habe. Also, die wichtigste Frage auch schon wieder ist, was ist mit Südamerika? Wann machen wir es auf? Also, wenn wir einigermaßen... Also, dann nochmal ganz schnell 3 Szenarien. Szenario Nummer 1, es geht einigermaßen wieder los. Bis Ende des Jahres sind die Gästezahlen wieder da. Wir haben das Gefühl, dass es wirklich alles ganz schnell wieder super wird, also schneller... als man im Moment denkt, erst nächstes Jahr, dass es vielleicht dieses Jahr wieder gut zum Rollen kommt, dann würden wir eher als im Moment befürchtet wieder anfangen, dass die Modellbauer zurückkommen, wir die Sachen wieder machen, dann würde der Shutdown in Buenos Aires weg sein, die würden wieder bauen können, dann würden wir schon versuchen, unseren Zeitplan irgendwie zu halten, dann wäre Südamerika Ende 2021, vielleicht Anfang 2022 fertig. Zumindest der Teil, der fertig sein soll. Es sind 2 oder 3 große Teile, es wird ein riesengroßer Abschnitt. Das schlechteste Szenario ist allerdings, wir haben das Gefühl, dass die Sommerferien, das ist unser wichtigster Zeitpunkt, das Sommerhalbjahr kommen die meisten Gäste, wenn das uns komplett wegbricht und wir erst im Winter, wo die wenigen Gäste kommen, wieder aufmachen, dann müssen wir wirklich vorsichtig sein mit Investitionen, um das Grundgerüst irgendwie am Halten zu behalten. Bis, wenn wir dann das Gefühl haben, dass in den Sommerferien nächstes Jahr noch nicht mal wieder 100% der Gäste kommen, dann müssen wir auf die Bremse drücken. Und dementsprechend wird es sich auch verzögern. Dann kann es auch sein, dass es tatsächlich erst ein Jahr später fertig wird. Wir ganz heute als Menschen, die auf Sicherheit denken, wollen das volatil halten. Das heißt, wir gucken von Woche zu Woche, wie hat sich's verändert? Wie sind die Perspektiven? Hat die Corona-App, die ich mir so wünsche, dass sie gut funktioniert, weltweit vielleicht dafür gesorgt, dass jemand schon bevor er ansteckend wird, erfahren hat, er sollte mal vorsichtig sein, weil er in der Nähe eines Erkrankten ist? Könnte sein, dass es das ja komplett verbessert. Also von daher, wir müssen in Szenarien denken. Und Südamerika wird hoffentlich so schnell wie möglich fertig. Ich kann es aber heute nicht sagen. So, kannst du mir mal sagen, ob du hier dicht dran gehen kannst? Nicht so dicht? Hier sieht man unser erstes sozusagen fast fertiges Formel-1-Auto. Das versuchen wir mal ranzuzoomen. Und im Endeffekt, weil die Frage war, ob wir jedes Jahr die Formel-1-Autos neu bauen und neu zeichnen werden nach dem aktuellen Stand. Um 2 Autos eines Teams, die können ja dann ziemlich ähnlich sein, zu bauen, brauchen wir etwa 40 Nettostunden Arbeitszeit. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass das
alleine 20 bis 25 Wochen für 1,5 Leute sind, um einmal sozusagen die Fahrzeuge der Formel 1 neu zu ersetzen. Das ist ein Thema, das ist uns auch schon bewusst geworden, dass es eigentlich zu unserem Perfektionismus nicht passen würde, wenn wir nicht jedes Jahr die aktuellsten Autos machen würden. Das kann sein, dass wir müssen mal gucken, wie sich das dann einpegelt, dass wir dann pro Saison vielleicht eine bestimmte Anzahl an Teams wechseln und die alten dann in Reserve halten oder wie auch immer, weil es ist eine wahnsinnige Arbeit, dieses Auto so zu lackieren, die Decals dafür zu entwerfen, überhaupt das Chassis und die ganze Sache in den Computer zu entwerfen. Den 3D-Druck ist nicht gleich 3D-Druck. Also das Auto so aus dem 3D-Drucker zu kriegen, ist echt mehr Aufwand, als es selbst zu schnitzen, theoretisch. Beim Selbstschnitzen würde das Material aber nicht robust genug sein. Also muss es der 3D-Drucker machen, aber der Weg ist echt steinig. Das heißt, 40 bis 50 Stunden, um zwei Fahrzeuge, also ein Team, zu machen. Ja, ich bin dafür. Das erste Mal sozusagen habt ihr den jetzt gesehen. Ganz dicht dran geht leider nicht. Sonst bei uns liegt auch noch eine Berlin, von daher. Also wir haben auch die Frage schon öfter wieder bekommen, kann man ein Praktikum bei uns machen? Ja, kann man. Und es machen auch einige, aber ihr wollt nicht wissen, wie viele sich bei uns bewerben. Es ist wirklich schwierig, weil wir tatsächlich wirklich, ich glaube, 1000 pro Jahr an Praktikumsanfragen bekommen. Ich würde davon absehen. Die Chance ist echt nicht groß. Und Schülerpraktiken machen wir ganz viel, Girls Day, Boys Day, ein paar andere Praktikas, aber ehrlich gesagt, die Chance ist gering, weil es einfach so eine Masse ist, die sich bei uns für Praktika bewirbt. Dann nächste Frage, was kommt nach Südamerika? Also nach Südamerika kommt nochmal Südamerika, weil wir dieses in zwei oder sogar drei Abschnitten bauen, weil es ein riesengroßer Abschnitt ist. Das ist über zwei Ebenen mit einem großen Loch in der Mitte da drüben. Das ist wirklich wahnsinnig. Und oben sind wir uns noch nicht mal richtig sicher, was wir bauen. Wir glauben im Moment so Asien, Mittlerer Osten und dann vielleicht Afrika. Und wir werden den Brexit nicht ganz vollziehen. Ursprünglich war ja mal, wer uns schon länger kennt, geplant, dass wir über die Brücke als Ärmelkanal rübergehen und dann drüben mit England weitermachen. Wir haben jetzt den Brexit vollzogen. Nicht, weil Boris Johnson es geschafft hat, leider. Also ich finde das immer noch ganz fürchterlich für Europa. Sondern weil unser Publikum es sich gewünscht hat. Wir haben immer gedacht, oh toll, England, Mutterland der Eisenbahn, super, super, super. Aber wir haben 25-30% ausländische Gäste und davon kommen massenhaft wegen uns nach Hamburg. Ganz verrückt, aus Tokio, aus Südamerika, aus Nordamerika, aus China, überall kommen die Menschen für das Wunderland hierher. Das sind also echte Fans schon geworden und das sind zigtausende jedes Jahr. Und die sagen, England, das wäre jetzt ja auch Europa, das ist für uns ein Land. So wie die Staaten in Amerika für uns ein Land sind, Amerika, auch wenn es facettenreich ist, ist für viele, die von weit her nach Europa kommen, Europa ein großes Land, das sehr ähnlich aussieht. Also war da schon sehr oft der Wunsch, baut doch mal was anderes. Und das hat uns ehrlich gesagt auch gecatcht. Südamerika, Afrika, Mittlerer Osten, es sind so wahnsinnig andere Welten. Es sind also die Berge, es ist alles anders. Dass wir irgendwann gesagt haben, auch im Team, dass der Wunsch kam, nee, nicht noch mehr Europa. Wir bauen erstmal andere Kontinente und dann kehren wir irgendwann, wenn wir noch mehr weiße Haare haben, nach Europa zurück. Jetzt habe ich eine Frage bekommen und habe mich so in Rage geredet, dass ich sie gerade nicht gehört habe, Alex. Ich habe ganz viele. Baut doch mal den Europapark. Der Europapark, das wäre ein Traum, aber da würden ungefähr 50 Leute etwa, ich kriege in Erinnerung, Facebook-Event. Da würden ungefähr 50 Mitarbeiter technisch und modellbautechnisch für den Europapark etwa 7 bis 8 Jahre, würde ich einfach mal schätzen. Und wir bräuchten eine Fläche von zweimal diesen Raum, wenn nicht mehr. Leider geht das nicht. Wir würden gerne so vieles bauen. Und dann wurde noch gefragt, ob Gerrits Tagebuch zum Beispiel immer mal wieder kommt. Ja, wir werden nächste Woche ein bisschen Gerrits Tagebuch drehen, über den Leitstand zum Beispiel auch und ein bisschen über Formel 1. Aber natürlich sind die Themen gerade ein bisschen rarer als sonst. Mal gucken, wann es rauskommt. Und danke für den Hinweis, dass wir Einsatzvideos der Feuerwehr in den USA und in Knuffingen mal gemacht haben und dann noch ein paar fehlen. Das gucken wir uns mal an. Frage nach und ob wir ausbilden? Ja, wir bilden aus. Wir bilden im Elektrotechnikbereich, im Mechatronikbereich, im Veranstaltungstechnikbereich. Wo bilden wir noch aus? Also das wollen wir auch noch mehr ausbauen. Jetzt habe ich gerade nicht zugehört. Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört, weil ich hier gerade zugehört habe. Tut mir leid. Nochmal. Wo wir ausbilden. Wo wir ausbilden im Wunderland. Aber du hast die nächste Frage. Also es sind tatsächlich wahnsinnig viele technische. Also ich habe gerade Alex, versuch die mal. Ja, Japan wäre toll. Versuch die mal nacheinander. Also wir wurden gerade gefragt, mehrfach über Mitarbeiter, wie es mit denen aussieht mit Kurzarbeit. Ja, ich gebe es ehrlich zu, wir reden schon sehr,
sehr lange. Dementsprechend sind einige wohl erst jetzt dazu gekommen. Ich mache jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf. Das ist zwar eigentlich doof. Sie sind alle in Kurzarbeit. Sie werden alle von uns auf mindestens 80% aufgezahlt. Wir wünschen uns von allen anderen Unternehmen, die das können, auch. Ansonsten hoffen wir, dass der Staat sich noch auf 80% anpasst, weil man mit 60% nicht leben kann. Freiwillig zahlen wir auch noch weiter auf, wenn jemand das braucht. Die Minijobler und studentischen Aushilfen werden von uns auch weiter bezahlt, weil die fallen nämlich leider im Moment komplett durch das staatliche Raster. Und das halten wir auch noch sehr, sehr lange durch. Ihnen geht es gut. Wir stehen im ständigen Austausch. Viele schauen jetzt auch gerade zu. Und soweit ich das beurteilen kann, geht es Ihnen gut. Und ich hoffe, dass es Ihnen auch noch lange gut geht, denn wir brauchen euch noch alle. Das war jetzt der Schnelldurchlauf, weil wir das Thema nämlich vorhin schon ziemlich lange hatten. Ich muss also sagen, tausend Dank für eure tollen Kommentare. Er liest das jetzt ja nicht. Da sind so nette Kommentare dabei. Da geht einem das Herz hoch. Wir hören uns 1400 Leute alleine bei Facebook noch zu. Ja. Aber es werden langsam weniger, Freddy. Nach 90 Minuten oder wie lange redest du jetzt schon? Nein, also tausend Dank für diesen, auf was wir sonst so hören. Das Wunderland macht gefühlt etwas, was völlig normal ist. Wir machen etwas, was uns Spaß macht. Wir versuchen es möglichst gut zu machen. Wir versuchen Leute zu begeistern. Wir versuchen genug Geld reinzukriegen, um unsere Mitarbeiter zu arbeiten. Und vielleicht bleibt am Ende für uns auch ein kleiner Gewinn übrig. Und wir haben nicht schlecht gelebt in den letzten 20 Jahren. Und jetzt ist eine Krise, auf die wir als Unternehmer oder auch als Menschen immer im Hinterkopf hatten. Okay, die ist jetzt da. Dafür nehmen wir den Topf, den wir in guten Zeiten dafür angelegt haben. Und jetzt hoffen wir, durch die Krise zu kommen. Und jetzt lobt ihr uns alle dafür. Wobei das doch eigentlich, also mal ganz ehrlich, aber das ist doch trotzdem gut. Ne? Das tut wahnsinnig gut, aber wir haben eigentlich über Jahre und die Mentalität ist bei uns allen so, eigentlich immer nur das gemacht, was wir für normal empfunden. Und merken jetzt in dieser Krise, nicht umsonst durch eure Kommentare, dass das in der kapitalistischen, entfesselten Welt nicht normal ist. Und das ist eigentlich, natürlich ist man jetzt gerade irgendwie glücklich und freut sich über diese Kommentare, aber mich macht es tief drin ganz schön traurig, weil unsere Welt sollte, das hier sollte Minimum sein und normal. Und dafür sollte man uns eigentlich nicht loben. Aber es kann ja wieder kommen. Das hoffe ich. Ich wünsche mir das wirklich sehr, dass unsere Krise, die wir uns nicht ausgesucht haben, die keinen Kauf bestellt hat oder sich gewünscht hat, also ich glaube zumindest nicht an diese quatschigen Verschwörungstheorien, dass die schnell vorbeigeht und wir Menschen danach wirklich. Ich habe gerade die Info gelernt. Franz soll es ein bisschen näher rankommen. Habe ich gerade über Funk gehört. Das ist ja tatsächlich bemerkenswert. Und ich muss auch ehrlich sagen, so in meinem Bekanntenkreis ist es schon irre, wie viele Menschen zusammengerückt sind. Klar, es fällt einem die Decke auf den Kopf und es nervt. Und panische Angst habe ich ehrlich gesagt auch weiter davor, wie sich häusliche Gewalt oder so entwickelt. Aber die digitale Welt verändert sich. Also es verändert sich ja wahnsinnig viel, auch rasant jetzt durch diese Not. Ich hoffe, dass es sich ins Richtige verfügt. Also es ging ja tatsächlich, ich nehme mal das Beispiel von, ich glaube, es war vor einem Jahr, ein namhafter deutscher Automobilkonzern macht eine Pressekonferenz. Auf dieser Pressekonferenz stellt dieses Unternehmen den größten Gewinn aller Zeiten vor, jubelt und fast im gleichen Satz sagen sie, wie viele Mitarbeiter abgebaut werden, damit die E-Mobilität jetzt durchgesetzt werden kann. Ganz ehrlich, da habe ich eine Hasskappe gekriegt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Geht es denn immer nur um den letzten Cent? Und ich sage, man hoffe mal, dass das eine Chance ist. Jetzt geht es nicht mehr, es geht um viel Geld, aber es geht auch um das Zusammenrücken, um das Menschliche. Wie sind wir Menschen eigentlich? Was können wir? Ganz ehrlich, hätte man uns vor 2 Monaten gesagt, dass wir heute mit einer Kontaktsperre in dieser Form eigentlich alle ganz friedlich zu Hause sitzen, hätten wir gesagt, das würde in Deutschland niemals möglich sein. Mit den Parteien, die teilweise versuchen, ihre Kräfte zu bündeln gegen andere Systeme, wäre das niemals möglich gewesen. Doch, es ist möglich, weil wir Menschen immer noch einen gesunden Menschenverstand haben. Und wenn wir den auch einsetzen und auch in Zukunft mehr einsetzen, dann merken wir auch, dass es gar nicht so gut ist, unsere gesamte Energie, Kraft, Daten und Geld zu 5 namhaften Konzernen, die Welt versuchen zu reagieren, zu geben, sondern dass wir auch mal wirklich gucken, dass der kleine Buchladen nebenan auch Geld braucht und es verdient hat. Und im Moment schreien alle, wieso haben die nicht offen? Vorher habt ihr ja auch nicht hingegangen. Also es ist ja bei ganz vielen Geschäften so, die im Moment zu sind, wo alle sagen, ich möchte, dass mein kleiner Friseur mal, na gut, da ist man hoffentlich immer noch hingegangen, aber dass der kleine Buchladen wieder aufmacht, ganz ehrlich, es sind nicht mehr alle hingegangen. Vielleicht besinnt man sich in so einem Moment auch mal wieder dazu. So, du musst mich jetzt mal unterbrechen. Nö, ich finde das ganz gut. Sonst rede ich mich wieder in Rage. Aber wir wurden ganz, ich habe mehrfach hier, ich weiß, du hörst die ganze Zeit reingerufen, Freddy, 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 weil mehrfach gesagt wurde, machen wir weiter,
Filmchen. Wir werden Filmchen machen. Wir können natürlich nicht ganz so viele Baufilme machen im Moment. Wir haben noch ein Gerrits-Tagebuch im Schnitt, das ist noch nicht ganz fertig. Du wirst noch was darüber machen. Wir haben 2 Südamerika-Filmchen noch, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir die verwerten, die echt cool sind, aber da fehlt uns noch so ein bisschen Feinschliff und so weiter. Wir haben also noch ein bisschen was in der Pipeline. Wir werden auch noch weiter ein paar Classic-Videos posten. Das machen wir morgen um 14 Uhr. Also da kommt was. Wir werden euch schon unterhalten. Und wenn es irgendwann andere Themen werden, was Rollstuhlrennen auf unserem Gang, wenn die Kontaktsperre wieder gelockert wurde oder sonstige Sachen, die man als spaßig machen kann. Also einiges wird kommen. Zum Beispiel, es kommt ein wunderbares Video am Sonntag. Ich glaube, wir haben es so für 8 Uhr eingeplant, weiß ich nicht ganz genau. Wir haben eine Challenge gemacht. Der erste Teil lief schon. Allerdings ist Facebook im Moment so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die haben die Datengeschwindigkeit runtergeschraubt oder sonst irgendwas. Das wird vielen angezeigt. Was kann man aus Müll bauen? 2 Teams gegeneinander, ein Haufen Müll aufeinander geworfen. Jeder durfte sich abwechselnd was raussuchen und dann gegeneinander. Ich habe den Film, also ich habe das Ergebnis schon gesehen. Das posten wir am Sonntag. Das ist so lustig. Es ist irre, was unsere Modellbauer alles können. Das sind Dinge, die wir für euch weitermachen werden. Wir sind auch bescheuert, wenn wir nicht unsere Zeit nutzen und mit euch irgendwie in Kontakt bleiben. Wir hoffen, dass ihr uns nie vergesst. Also von daher werden wir dafür sorgen, dass ihr in Erinnerung bleibt. So, jetzt also, kamen jetzt Fragen. Wie hoch ist der Stromverbrauch des Miniaturwohnungs? Hast du eine aktuelle Zahl? Meines mit etwas über 1 Million Kilowattstunden, glaube ich, veraltet. Ja, also wir haben, ich weiß, was es kostet. Du bist der Techniker, du kannst es umrechnen in Stunden. Wir haben 30.000 Euro Kosten im Monat für Strom ungefähr gehabt und wir haben das wahnsinnige Glück, dass wir eine Monatsabrechnung hier haben. Das heißt, wir also zahlen 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Wir zahlen, also Ökostrom, hast du das mit drin, vom ersten Tag an? 100%. Okay, also weil man das ja sagen kann, der Strom ist ja der gleiche, der aus der Steckdose kommt. Aber wir bezahlen für Ökostrom. Fakt ist, wir können damit, dass wir jetzt hier ganz viel runtergeschraubt haben, schon im nächsten Monat haben wir eine niedrige Stromrechnung. Das ist für uns perfekt, weil wir es sozusagen selbst in der Hand haben, die Liquidität damit hochzuhalten. Aber es ist trotzdem, wenn offen ist, ist es wahnsinnig. Ich weiß aber, dass die Frage nach dem Stromverbrauch des Miniaturwunderlandes meistens gar nicht diesen Gesamtstromverbrauch meint, weil der ist zum Löwenanteil Beleuchtung und vor allen Dingen die Lüftung und Klimaanlage und die Küche fürs Restaurant. Ja, aber die Klimaanlage ist natürlich ganz wichtig, damit hier eine stetige gleiche Luft ist. Damit eine gleiche Luft ist. Übrigens Außenluft komplett, keine Umluft, falls das ist ja so ein Thema gerade aktuell geworden. Aber die Eisenbahn an sich, die Autos und so weiter, das ist fast zu vernachlässigen, was sie an Strom verbrauchen. Dann wurde gefragt, was das für eine Baustütze ist. Ich musste selbst erstmal gucken. Das sind unsere Sicherheitsfanatiker gewesen, die mit der Baustütze einen Standpunkt gefunden haben, damit dieses abgeschraubte Geländer nicht umkippt. Aber ich habe mich auch jetzt gefragt. Weil ursprünglich ist diese Baustelle vor den Augen der Besucher geplant gewesen. Das ist auch noch so ein Ding, das ist so gemein. Wir haben den Leitstand die erste Woche nach dem Shutdown, haben wir hier den Leitstand weitergebaut. Wenn wir etwas bauen, das Wichtigste und Tollste ist immer normalerweise, wir bauen meistens vor den Augen der Besucher und die ganze Zeit steht einer hinter dir und sagt dir, ob es gut oder schlecht ist. Das ist wichtig, dieses Feedback. Manchmal nervt es auch, das gebe ich auch zu. Aber es ist wichtig. Es fehlt dieses Feedback. Du baust jetzt, also der Leitstand. Keiner hat uns gesagt, ob es gut aussieht oder zu hell oder zu dunkel ist. Es fehlt total. Aber ursprünglich war hier das mal so geplant, dass wir vor den Augen die Kirmes weiterbauen. Dann eine ganz wichtige Frage. Sagen, das hast du echt, der Leitstand, den hast du toll. Der ist echt super geworden. Das war ein Insider. Also ganz wichtige Frage, ist auch schon 3-4 Mal jetzt über mein Ohr gekommen. Was bauen wir eigentlich auf der Brücke? Es soll ja alles miteinander verbunden sein. Und das haben wir x-mal über den Haufen geworfen. Jetzt haben wir es. Unsere Wunderländer steigen sozusagen in einen Berg, unten in der Provence. Wenn das hoffentlich Anfang nächsten Jahres fertig ist, sieht man, dass die unten in einen kleinen Zug steigen, sozusagen unsere Weltreise. Das heißt, unsere kleinen Wunderländer steigen in einen Zug und der fährt über die Brücke rüber. Und wir als Besucher können sozusagen mal die Welt von oben sehen, die sie bereisen. Sie reisen sozusagen einmal um die Welt und kommen dann drüben in Südamerika an. Und wir von oben sehen die 25 spektakulärsten Bilder, die man so von National Geographic oder BBC oder was weiß ich nicht, was das auch immer ist, die man so kennt, wie die Welt von oben aussieht. Wir nehmen also 25 schöne Szenen, die auch auf dieser sehr schmalen Strecke zu bauen sind. Also es ist nicht so, dass wir so ein Modell da haben, es ist ja eine Brücke, das heißt, da geht jeder Zentimeter ist besser, es ist so ein Streifen. Wir gucken von oben auf diesen Streifen rauf, weil ganz wichtig, Weltkulturerbe, es war wichtig, dass man nicht von unten von der Seite das Modell sieht. Dafür soll es nur eine Überquerung sein. Das heißt, der Besucher sieht von unten, von der Straße, nur eine Überquerung. Wir, wenn wir über diese Brücke hier in der Ausstellung gehen, sehen aber auch ein Modell im Boden eingelassen. Und das ist die Welt von oben. Das heißt, wir können da so lang gehen und die schönsten Motive bauen wir sozusagen, dass wir sie als
Modell nachgebaut haben und unsere kleinen Nivolaner fahren mit dem Zug durch und haben eine kleine Weltreise und kommen drüben wieder an. Dann wurden wir gefragt, danke für diese Ausführung, dann wurden wir gefragt, ob wir Japan bauen. Japan würden wir zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt sehr gerne bauen, weil das eisenbahntechnisch und allgemein auch vom Land her, von der Vielfalt super interessant ist. Wir würden am liebsten sowieso die ganze Welt bauen. Es wurde zum Beispiel gefragt, ob wir Dubai bauen würden. Ich persönlich, aber wir machen das ja auch ein bisschen demokratisch, würde ungern, ich sag's mal vorsichtig, ein undemokratisches Land bauen. Da hätte ich meine Probleme, auch wenn es ja, du machst es richtig, so ist. Das ist eigentlich eine Message. Aber ja, ist nicht so leicht. Ne? Aber also, wir werden auch ganz viele Länder bauen. Es sind 193 von der UN anerkannten Länder. Wir würden sie gerne alle bauen. Vielleicht müssen wir es immer unseren Kindern überlassen. Ja. Aber mal gucken, ob wir es selber schaffen. Also ich würde ehrlich gesagt sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Also uns würde wahnsinnig interessieren, ist das zu viel Laberei gewesen? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt war. Es tut uns leid, dass es am Anfang so schwierig war. Es wurde übrigens x-mal gefragt, ob das Video danach noch zu sehen ist. Ja, auch wenn die ersten 20 Minuten echt schwierig waren durch die ganzen Ausfälle. Es wird danach, zumindest bei Facebook, bei YouTube, glaube ich auch, noch zu sehen sein. Also für alle, die hier hinten angekommen sind, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wollt ihr sowas nochmal haben? Sollen wir uns vielleicht in 2 Wochen nochmal verabreden und ihr stellt einfach nur Fragen, wir erzählen euch den aktuellen Stand, wie es gerade ums Wunderland steht und wir machen Frage- und Antwortspiel, keine Ahnung. Also ich sag mal so, wenn jetzt noch 1300, knapp 1400 Leute da sind, könnte es ja ein Thema sein. Also wir merken, also wir waren angespannt die ersten 20 Minuten, das merke ich, habe ich an mir gemerkt, dadurch, dass es technisch nicht so lief. Aber ich merke, ich kriege auch immer weiter Fragen, Unterhaltskosten und so weiter, wie hoch sind die, wie lange haltet ihr durch? Es kommen ganz, ganz viele Leute gerade sozusagen verspätet erst in diesen Facebook-Live-Event. Das haben wir vieles am Anfang schon gesagt. Also wenn ihr mal einfach zum Abschluss noch eine Zahl haben wolltet, wir haben sonst 1,5 bis 1,8 Millionen. 1,5 bis 1,8 Millionen Euro Kosten im Monat hatten wir vorher. 350 Mitarbeiter, Strom, wahnsinnig viel gebaut und so weiter. Es ist echt irre, was man an Kosten hat. Und wir konnten das. Stand jetzt durch die vielen, vielen Hilfen auch, das Kurzarbeitergeld ist wirklich ein Geschenk des Himmels, muss man echt mal sagen. Lieber Staat, danke, 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 dass das so schnell auch kam. Konnten wir die Kosten zurzeit auf 500.000 Euro im Monat senken. Und wer rechnen kann, weiß also auch, wie groß unser Topf ist. Wir kommen damit ja 7-8 Monate noch durch. Ich hoffe allerdings, dass es schon eher wieder besser wird, dass wir eher schon wieder Gäste begrüßen können, dass auch Einnahmen wieder kommen, dass unser Topf auch wirklich dafür bleibt, wofür er sein sollte, nämlich für Notfälle oder auch ein bisschen für das, was da drüben kommt. Und ja, wir hören schon, ich habe schon mal übers Ohr gekriegt, es rasselt Kommentare, ja, 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 nochmal. Wir gehen mal in uns und gucken mal, wie viel Kraft uns das heute gekostet hat. Und vor allem Franz und Thomas, Alex, die und Basti, die sozusagen im Background in einzelnen Büros sitzen hier und den ganzen sozusagen im Background gemacht haben, wie wir das technisch nochmal besser hinkriegen beim nächsten Mal. Ich hätte schon Bock drauf. Bitte immer wieder, wir haben Zeit. Ja, wir auch. Von daher haben wir, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Wir werden ja die Verabschiedung am Leitstand machen, weil das mehrfach noch gefragt wurde, könnt ihr den Leitstand auch mal zeigen. Leider kann ich ihn nicht so richtig zeigen, weil er ist ausgeschaltet. Aber wir machen das mal eins also noch. Das darfst du nicht vergessen. Das werde ich nicht vergessen. Der ist nicht so attraktiv momentan, weil er nicht eingeschaltet ist. Aber vielleicht... Licht? Das ist, meine Handytaschenlampe hilft, glaube ich, auch nicht, Franzl. Wir proben. Jetzt kommt ein Insider am Ende nochmal. Also, wir hatten am Anfang keinen Ton, kein Bild, Martin. Und dann hat irgendjemand geschrieben, wir sollen unseren Namen tanzen. Und jetzt wurde Gerrit wieder gesagt, wir sollen mal tanzen. Also, wir sagen Tschüss, liebe Leute. Ich hoffe, ihr kommt gut, gesund und munter durch diese echt schwierige Zeit. Und wenn ich jetzt auch noch rappen könnte, dann würde ich auch noch dazu rappen. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich tanze jetzt nicht meinen Namen, sondern ich tanze meine Laune. Es war toll. Er wird DJ Bobo, glaube ich, gerade so mehr tanzt. Ja, das ist ja dann so. Du hast mich auch ein Konzert gebracht. Also ich wollte eigentlich nur sagen, kommt gut über die Ostertage. Ich weiß, es ist etwas einsamer als sonst. Macht euch den Braten selbst schön und genießt ihn und achtet, das ist auch vielleicht mal ein Thema normalerweise. Ich kenne das selbst, wenn man 100.000 Gäste da aus der Familie zu Ostern zu Besuch hat. Man kocht, man ist die ganze Zeit eigentlich nur im Stress. Geht es einem gut? Geht es einem gut? Dieses Ostern haben wir zum Beispiel entschieden, wir machen uns trotzdem ein tolles Essen, sind aber nur wir als Familie. Das heißt, ganz anders genießen, ganz tolle Ruhe, viel besinnlich.